Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, beim Let's Play Path of Exile mit mir, Okomek. Und wir befinden uns in den tiefsten Tiefen, in den Eingeweiden der Krypta des Lunaris-Tempels. Gott sei Dank muss ich nicht immer so sprechen, sonst würde ich wahrscheinlich irgendwann sehr, sehr heiser werden und könnte dann nicht mehr erzählen von neuen Skills, Path of Exile, neuen Wegpunkten, bösen Gegnern, die man finden kann. Und dieses Level hier ist auch ein wirklich schwieriges Level. Ihr werdet auch sehen nachher noch, warum das so schwierig ist. Denn Horden und Massen von Gegnern werden uns erwarten und von allen Seiten bombardieren. Es werden Köpfe rollen und nicht zu knapp, wie ihr hier schon seht, an den Massen der Gegner, die sich hier angesammelt haben. Der Vitality-Skill ist auch mal wieder bereit, eine Runde aufzusteigen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich begrüße das. Ich begrüße das sehr. Es gibt hier dann auch gelbe und blaue Gegner. Und es gibt auch wieder diese lustigen Schützen, die uns das Leben schwer machen. Und da macht es sich natürlich besonders gut, aus solchen Horden rauszuspringen mit diesem Sprungangriff, den es da ja gibt. Und dann genau in diese Viecher reinzuspringen, die dann da die Projektile abfeuern, weil man dann manchmal aus diesen Gegnerhorden hier unten nicht mehr so einfach rauskommt, wenn man umzingelt ist. Ja, genau wie hier jetzt gerade. Tentacle Mistress. Ah, und auch noch eine blaue. Zeit für ein Totem! So. Wie gesagt, also das kann sehr knapp werden. Ich kann verstehen, warum dann einige vielleicht aus dem Hardcore-Modus sich mit Alt-F4 dann vielleicht hier an der Stelle verabschieden müssen. Wir spielen ja zum Glück nicht Hardcore, weil dafür, glaube ich, sterbe ich auch einfach zu oft. So, Vitality aufgeskillt. Ich hoffe, dass es bringt uns weiter und vielleicht auch mehr Vitalität, mehr Lebensregeneration. Wir werden sehen. Hier ist es immer ein bisschen schwer herauszufinden, wo man eigentlich hin muss. Wie ihr auf der Karte schon seht, ist das so ein bisschen durcheinander alles. Es geht auf jeden Fall mehrmals im Kreis herum. Ah, und es gibt hier diese komischen Blutviecher, die dann ab und zu mal einfach random irgendwo spawnen aus dem Nichts heraus. Ja, hier. Ne, von den Seiten, wo das Blut sich befindet. Azrael's Knives. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Steck mal ein. Graf Freckenstein. Stecken rein. Kennt das eigentlich jemand noch? Dieses alte Ding hier mit, wo der Radiotyp dann dieses Teil vorliest. Graf Reckenstein beziehungsweise Graf Stecken rein und Gräfin Stoßen rein. Rosenstein meine ich. Rosenstein. Ja, vielleicht kennt das ja noch jemand. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Sollte man nach suchen. Ich glaube, wenn man bei YouTube Gräfin Stoßen rein eingibt, kriegt man, glaube ich, einige Treffer dann für das Original sogar noch mit. Ich kann leider jetzt gerade im Moment nicht genau sagen, wie das Original hieß und von wem das war. Es war aber sehr lustig, wie er dann immer so meinte, ha, Leute, was macht ihr denn hier mit mir? Was soll denn das? Ah ja, ich kann mich noch an den Satz erinnern, er kam auf den Platz, wo dann die Stadtköter vögelten. Die Stadtväter kegelten. Ach Mensch, Leute! Er hat das so schön rübergebracht. Ich glaube zwar, dass er da das gewusst hat, was er da vorliest und so weiter. Aber es kommt ja immer drauf an, auch wie man das nachher rüberbringt. Nicht nur wie man es liest, sondern auch wie man dann so die Überraschung so ein bisschen spielt. So ein klein wenig schauspielerisches Talent.
Im Laden meint dann die Verkäuferin, für sie scheiße ich Trillinge. Für sie 30 Schillinge. Mann, Mann, Mann. Herrlich, herrlich, ich liebe es. Muss ich mir nachher gleich nach diesem Let's Play nochmal auf YouTube reinziehen. Ich hoffe, ihr bleibt noch so lange dran und googelt es nachher oder haltet kurz das Video an und guckt es euch an und guckt dann hier weiter. Oh, 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 oh. Da kommen wieder hier einige Projektile durchgeschossen. Und das ist genau das, was ich vorhin eben meinte mit den Projektilviechern. Vor allen Dingen, wenn das hier dann gelbe und blaue sind, da haben wir natürlich wenig Chancen, da was gegen auszurichten. Wenn dann wirklich viele Gegner um uns herumstehen, dann muss man dann entweder aus den Gegnern rausspringen, direkt in dieses Vieh rein. Vulnerability. Okay, was ist das? Vulnerability. Curses all targets. Ah, okay, das ist das, was die manchmal auch mit uns schon mal gemacht haben. Die Verwundbarkeit erhöhen. Wollte ich jetzt zwar nicht, aber ist immer gut, einen Town Portal mal zu haben, falls man stirbt. Dann kann man nämlich auch, wenn man nicht durchgeht, an dieser Stelle weiter fortsetzen. Und dieses Level ist eigentlich richtig gut noch, um seinen Charakter ein bisschen aufzuleveln. Weil der Unterschied ist nicht allzu groß von den... Wir haben hier 34 und sind 36. Als ich mit meinem anderen Charakter hier durch bin, den ich ja auch habe, meinem Offscreen-Charakter, war ich hier, glaube ich, dann auf Level 37, 38 oder so. Und ich kann sagen, der Kampf gegen Piety, ich kann es auch keinem verdenken, wenn man dann hier öfter durchgeht. 2-3 Mal oder so, um dann wirklich Level 40 oder so zu erreichen. Und noch ein paar Skills zu verteilen. Weil der Kampf ist echt nicht ohne. Und wäre ich auch fast gestorben, aber ich habe es dann noch geschafft. Das mit dem eigenen Charakter. Vielleicht haben wir hier weniger Glück. Mal gucken. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Aber ihr möchtet natürlich sehen, wie ich scheitere. Das weiß ich doch. Ihr kleinen, miesen. Nein, war nur Spaß. Wir sind doch alle Freunde. Das kann man doch unter Freunden mal so aus Spaß sagen, machen. Also, man ärgert sich ja quasi und schlägt sich und verträgt sich. Ihr wisst ja, wie es ist. Nebenbei arbeite ich auch gerade immer noch an der Seite so ein bisschen. Habe jetzt auch was gefunden, wo ich mir ein Forum zusammenbasteln kann. Ja, wer noch Foren... Themenvorschläge hat oder für große Forenüberschriften wie zum Beispiel oh komm, ich spiel jetzt das der kann es mir gerne sagen, dann werden wir uns darum kümmern, dass ich das noch mit ins Forum aufnehme. Dieser Peitschenklon, ey, ich hasse dich. Und dich hasse ich noch mehr. Wie heißt der? Spinecrack. Ich werde dich cracken, du Spein. Uah! Was ist denn das überhaupt hier? Hat sie so halb Frau und so eine halb Spitzen mit hier draußen? Arena Plate. Oh, das sieht interessant aus. 231, was haben wir denn? 173, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hier haben wir 3 und hier haben wir 2 Sockel. Gut, den einen könnte man noch in Rot umfärben. Hier sind auch nur 2 belegt im Endeffekt. Die sind auch nicht verknüpft. Was haben wir denn? Haben wir hier noch irgendwas? Increased Armor, Fire Resistance, Strength, noch mehr Armor. Strength, Life Regeneration. Oh, das wird übel, wenn wir jetzt so eine hohe Life Regeneration dann bekommen. Physical Melee Damage auch noch reflektieren. Hier hatten wir 4 und hier haben wir 49. Und es sieht natürlich auch sehr schick aus, muss ich sagen. Wir werden es mal damit probieren. Und ich hoffe, dass das sich auszahlt, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Rüstung haben. Und den Schaden so vor allen Dingen auch noch reflektieren. Also wenn wir noch Schaden reflektieren, das ist ja noch schlimmer. Wir machen nicht nur selber Schaden, sondern reflektieren sogar. Guck mal, die machen sich selber kaputt. Die töten sich selbst an mir. Wie geil. Ah, cool. Ich brauche gar nichts mehr zu machen.
Die reflektieren den eigenen Schaden. Dumme Hunde. Ja, ihr greift mich einfach nicht an, dann müsst ihr auch nicht sterben. Wäre ja mal interessant zu sehen, ob dann so eine, die hier schießt, auch Schaden erleidet. Nein, anscheinend nicht, weil es ja kein richtiger Melee-Schaden ist, durch physische Waffen ausgelöst. Was haben wir hier noch? Der Sweep ist wieder bereit aufzuleveln. Und ich muss sagen, hier im Moment läuft es besser als mit meinem anderen Charakter. Der ist hier nämlich auch schon öfter abgekratzt. Hatte dann aber auch nicht diese Skill-Gems. Und so eine schöne Rüstung hat er auch nicht gefunden. Der Inkognito hat einfach Glück heute. Das Glück ist ihm etwas hold. Huch, was war das denn? Habe ich jetzt gezaubert, ohne dass ich zaubern wollte? Anscheinend schon. Und ich sag ja, die Karte ist ein wenig unübersichtlich, aber auch nur ein wenig. Man läuft dann Gefahr, auch mehrmals im Kreis zu gehen, aber das macht ja nichts, wenn man genug Gegner mitnimmt, stört einen das ja nicht. Das bedeutet ja immer noch Erfahrung. So. Das Schöne ist, die verletzen sich ja jetzt auch bei jedem Schlag immer selbst. Was natürlich noch lustiger wäre jetzt, wenn wir nicht 49 Schaden einfach austeilen, sondern wenn wir prozentualen Melee-Schaden austeilen, den die Leute treffen. Weil dann hätten sie zum Beispiel 10% von ihrem Schaden und in den höheren Leveln ist ja der Schaden von den Gegnern relativ hoch. Und dann würde der reflektiert werden extra noch zu unserem Schaden. Dann wird man wahrscheinlich noch länger durchhalten. Und die Gegner würden schneller sterben. Ja, und man kann auch wirklich im Caster Sum-Owner-Builds machen. Also Beschwörer-Builds kann man sich auch erschaffen durch die neuen Gems, die eingeführt wurden und die neuen Skills, die man so hat. Ist die Chance auch relativ gut. Jetzt sind wir hier wieder. Ist die Chance auch relativ gut, dass man mit sehr viel. Also, dass man eine Horde, eine Armee aus Zombies quasi hinter sich herzieht, die dann auch ganz guten Schaden machen. Hab so schon ein Video gesehen von jemandem, der es mal ausprobiert hat, der es zwar nicht als Sum-Owner-Build sich gedacht hatte, aber trotzdem das Ganze mal probiert hatte. Und da muss ich sagen, hat es schon ganz schön reingezwiebelt bei den Gegnern. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier ging es nicht mehr weiter. Da unten irgendwo ging es noch weiter. Naja, wir machen jetzt unsere Runde nochmal rechts rum. Und gehen dann sowieso nach unten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch, wenn wir hier schon mal nochmal durchlaufen. Vielleicht findet man ja noch was Schönes, was man zeigen kann. Ich finde es ja immer toll bei Path of Exile. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Man kann ja immer so viel zeigen. Man kann zwar leider nicht immer alles zeigen mit einem Charakter oder so, wie das jetzt bei Diablo 3 der Fall ist. Da hat man ja wirklich begrenzte Fähigkeiten, sage ich mal. Hier hat man ja schon fast unbegrenzte Möglichkeiten. Und deswegen gibt es nicht nur einen richtigen Bild oder eine Möglichkeit, hier bestimmte Sachen richtig einzusetzen. Sondern man kann einfach experimentieren für sich selbst. Muss jetzt nicht immer das machen, was jetzt vielleicht andere Let's Player oder so in ihren Sachen eingebaut haben, in ihren Let's Plays. Oder muss ich jetzt nicht zwingend immer irgendwelche Skill-Tutorials oder so anschauen. Das ist einfach schön. Man kann hier wirklich alles ausprobieren. Das Einzige, was schade ist, ist halt, dass man hier für das Zurückskillen Punkte benötigt und die nur durch Respect Points bekommt, beziehungsweise durch wieder Sachen, die man finden kann, bekommt. Gut, das Schöne ist natürlich, man muss diese Orbs und die Währungen, die es hier im Spiel gibt, nicht kaufen. Man findet einfach genug, wenn man auch mit mehreren Charakteren zum Beispiel unterwegs ist, findet man auf jeden Fall genug Währungen für einen Charakter, den man dann schon relativ hoch leveln kann. So, jetzt waren wir hier. Dann müssen wir dann wahrscheinlich doch hier weitergehen. Ach, hier kommen wir nicht rüber.
Ah, wenn wir jetzt natürlich den Sprung hätten, könnten wir hier rüberspringen. Aber den haben wir leider nicht. Ach, hier geht's auch noch weiter. Vielleicht müssen wir ja hier lang. Ah, nein, das sieht nicht so aus. Oder? Oder? Ah, da, doch, es geht schon. Geht hier schon rum, eine Runde. Will ich nichts gesagt haben. Wange for Pieties Miscreation-Dinger. Die Misskreationen. Ja, wir erinnern uns übrigens auch daran, dass wir natürlich auch noch neben dem Schaden auch noch den elementaren Schaden erhöht haben, den unsere Waffen austeilen. Und wer dann immer wissen will, welchen Unterschied so ein Gem macht, der kann sich das dann ja immer im Character Panel eröffnen. Da hat man ja verschiedene Sachen, die man durchscrollen kann. Und dann sieht man natürlich auch immer die Veränderungen an einem Charakter. Manchmal, wenn man dann schon mehrere RPGs und so gespielt hat, weiß man natürlich, was bestimmte Sachen wie Stärke und so weiter bewirken und was jetzt besser ist, prozentual oder nicht prozentual. Jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen, glaube ich. Aber das kriegen wir schon hin und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss. Sowas. Ein Messer. Höre auf. Jetzt hat sie sich selber umgebracht. Wieso das denn? Hör auf! Was machst du denn? Lass doch dein Herz. Ja.